Herzlich willkommen zu einer Runde Workout mit mir. Ich bin Sandra. Ich wünsche euch viel Spaß. Atmet tief ein und zieht euch dabei lang. Mit der Ausatmung Arme tief. Zweimal noch. Und dann kommt in einen Marsch auf rechts. Öffnet die Füße. Bauchnabel nach innen ziehen. Wir kommen in den Side to Side. Kreist die Schultern zurück. Beide Schultern gleichzeitig. Die Ellenbogen ziehen im Wechsel zurück. Beide gleichzeitig. Aufgedreht nach vorne, Leg Curl, Bizeps Curl dazu. Vier noch. Drei, zwei, Double. Noch vier. Drei, zwei, Step Knee Lift, die Arme ziehen auf Schulterhöhe, über vorne mit den Händen zum Knie. Vier noch, drei, zwei, Double Knee. Vier, drei, zwei, Seite zu Seite, im Wechsel. Zieh die Fingerspitzen vor. Diagonal. Dreh durch ganz auf. Diagonal. Gerade vor und arbeitet euch nach oben. Zieht euch über die Seiten auf. Bleibt mit den Armen oben. Dreht die Handflächen nach vorne. Leg Curl. Die Ellenbogen ziehen tief. Vier noch. Drei. Zwei. Double. Zieh das Brustbein Richtung Decke. Vier noch. Drei. Zwei. Side to side im Wechsel. Die gestreckten Arme nach hinten krallen. Haltet mit den Armen unten an. Zieht sie auf Schulterhöhe hoch. Zu den Seiten, Leg Curl, diagonal, hinter dem Rücken die Ferse berühren. Über vorne. Der Ellbogen zieht zum Knie, der Oberkörper rotiert. Thank you.
springen. Das Seil schwingt nach hinten. Kleine Sprünge hier auf dem Ballen. Mit rein. Richtet die Knie hoch.
tief. Tief und so schnell ihr könnt. Trippel, 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 trippel. Schneller. Und löst die Füße jedes Mal vom Boden. Öffnet sie. Fäuste. Kreise. So schnell ihr könnt. Haltet durch. Für 8 noch. 7. Faustrichtung wechseln. Kreisrichtung. Noch 5. 4. 3. 2. Die letzte. Locker joggen. Kommt in einen Marsch. Atmet tief ein. Und aus. Zweimal noch. Trink gerne was. Wenn ihr wieder zurück seid, kommt sofort wieder in den Marsch. Und dann geht es erstmal langsam los. Das rechte Bein beginnt und das Knie schaut, also erstmal schaut, dass vor und hinter euch Platz ist. Und dann kommt zum Stehen, zieht das rechte Knie vorne hoch auf Hüfte. Schritt nach hinten mit rechts. Schritt. Der linke Fuß macht einen weiten Schritt zurück, tippt aber nur auf mit der Spitze. Links, wieder vor. Rechtes Knie vorne hoch. Rechts Schritt, links tipp. Links Schritt, rechts Knie. Rechts Schritt, links tipp. Links Schritt, rechts Knie. Das Ganze mal im Rhythmus. Steigern wir uns, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch immer wieder hierher zurückkehren. Wir machen diese Übung gleich eine Weile. Ich sage euch dann, wie lang. Wichtig ist, dass ihr die ganze Zeit in Bewegung seid. Deshalb ruhig hier immer wieder hin zurückkommen. Das ist euer Hafen hier. Wer möchte, macht den Schritt nach hinten so groß, dass der Oberkörper hier wirklich nach vorne geneigt werden muss. Bauchnabel nach innen ziehen. Gerne mit dem Tempo variieren, wenn ihr möchtet. Vielleicht geht die linke Hand sogar zum Boden. Der linke Fuß macht ja Platz. Da ist Platz für die linke Hand. Wenn ihr wollt, vorne einmal kurz springen. So schnell ihr mögt. Für 90 Sekunden ab jetzt. 90 Sekunden, ihr bleibt in dieser Bewegung. Für 90 Sekunden. Eine Minute jetzt noch. 30 Sekunden habt ihr geschafft. Links, Schritt, rechts, Tap. Links, Schritt, links, Knie. Links, Schritt, rechts,
zum Ankommen. Immer noch die Bauchspannung bewahren. Bleibt dabei. Jetzt könnt ihr natürlich wieder nach Belieben steigern. Nehmt gerne einen anderen Rhythmus an, nehmt euer Tempo an. Ihr könnt den Schritt nach hinten größer werden lassen. Vielleicht sogar die rechte Hand zum Boden bringen. Vielleicht auch vorne kurz abheben für einen kleinen Sprung. Wählt euer Level 90 Sekunden ab jetzt. Bleibt in Bewegung, bleibt in Bewegung. Sure.
runterholen und einmal alles auslocken. Der rechte Fuß ist hinten. Oberkörper wieder lang. Arme auf Schulterhöhe wie eben schon. Das rechte Knie vorne auf Hüfthöhe ranziehen. Fußspitze ranziehen. Der linke Fuß hebt, löst sich mit der Ferse vom Boden. Es geht hoch und tief. Hoch und tief. Zieh durch mit den Bauch- und Rückenmuskeln. Hoch Richtung Decke. Immer wieder. Dreht die Handflächen mal zur Decke auf. Der linke Fuß macht weiter. Die Arme ziehen rück und vor. Rück und vor. Bleib mal dabei. Und jedes Mal so hoch auf die Zehenspitze, wie ihr könnt. Versucht mal oben anzuhalten. Sind richtig gemein, ich weiß. Auch nicht einfach. Nehmt die Arme jetzt einfach zum Ausbalancieren. Oberkörper lang. Oberkörper zentriert. Auf den flachen Fuß zurück. Handflächen nochmal auftreten. Noch einmal. Hoch und schief. Arme rück und vor. Entweder ihr balanciert euch jetzt wieder oben aus, so gut es geht. Oder hier, kleine Sprünge. Arme dabei zurückreisen lassen. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Lösen. Auslockern. Nochmal die Wade hier auslockern. Gerne einmal kurz hier zwischen den Pferde hinten richtig in den Boden schieben. Andere Seite. Linkes Knie hoch, Fußspitze ran. Arme auf Schulterhöhe. Erstmal rechts, nur hoch und tief. Hoch und tief. Bleib dabei. Kämpft euch so hoch ihr könnt. Mal hilft euch hier jemand, indem er euch an den Rippen nach oben zieht. Die Handflächen drehen zur Decke auf, die Arme ziehen mit rück. Rück. Versucht euch oben auszubalancieren. Bleibt auf der Zehenspitze, die Arme balancieren mit auf. Zieh dich auf der Hüfte raus. Auf den Ball. Komm zurück auf den flachen Fuß, Handflächen wieder zur Decke. Noch einmal hoch und tief. Die Arme ziehen mit rück. Und rück. Da freuen sich die Waden. Bleibt dabei. Jetzt dürft ihr euch wieder aussuchen. Ausbalancieren oben oder springen. Hier langziehen, indem ihr die Ferse in den Boden schiebt. Trinkt gerne was. Wir machen am Boden weiter. Am Boden angekommen, kommt mal in den Seitsitz. Stellt die Hand in einer Linie unter eurer Schulter auf. Schaut, dass ihr auch hier zu allen Seiten Platz habt, beziehungsweise dass ihr eure Beine theoretisch gleich ausstrecken könntet. Dann gibt es zwei Varianten. Ich fange mal mit der einfacheren an. Ihr könnt gleich wieder für euch entscheiden, welche ihr nutzen wollt. Drückt euch hoch, Hüfte in einer Linie mit der Hand, Knie auf einer Linie mit der Hand. Der andere Arm zeigt zur Decke. Das obere Bein ist gestreckt, mit der Fußkante am Boden abgesetzt. Ganz wichtig. Hier halten. Erstmal nur schauen, wie sich das anfühlt.
Wenn ihr noch nichts spürt, bitte unbedingt den zweiten Fuß dazu nehmen, drunter setzen. Hier, also ihr könnt die Füße versetzt oder übereinander nehmen. Halten und atmen. Nur halten und atmen. Welche Variante ihr wählt, ist jetzt egal. Es geht kurz um das Halten. Wenn ihr dort angekommen seid, im Halten, geht es zur Mitte in den Stütz. Die Hände unter den Schultern. Langarmstütz. Auch dabei ist es möglich, die Knie abzusetzen. Versucht sie aber in der Luft zu halten. Aus dem Stütz heraus. Einmal den Körper ablegen dabei, wenn ihr ihn absenkt. Das Brustbein führen lassen, die Ellenbogen zeigen nach hinten. Ankommen. Ihr könnt die Knie in den Boden drücken, um euch wieder nach oben zu schieben. Oder ihr stellt die Fußballen auf Knie durchgedrückt, Po fest, der Bauchnabel zieht euch hoch. Und dann dreht ihr euch zur anderen Seite auf. Das heißt, ich drehe euch einmal den Rücken zu. Halte. Halten und atmen. Ihr entscheidet wieder, ob ihr die etwas leichtere Variante mit dem Knie am Boden nehmen wollt. Oder beide Füße aufgesetzt lasst. Langsam zur Mitte zurück. Liegestütz. Welche Variante ihr zum Hochkommen benutzt, wie gesagt, ihr entscheidet. Und dann geht es immer so weiter. Rechts und links im Wechsel. Nur für einen kurzen Moment hier in dieser Länge bleiben. Immer wieder tief und hoch. Bleibt dabei. In eurem eigenen Tempo. Immer wieder zur Mitte. Tief und zur Seite aufdrehen. Richtig, richtig lang auseinanderziehen dabei. Hoch und tief. Je mehr Länge ihr dabei im Körper habt, desto sicherer seid ihr in dieser kurzen Balance, die es ja schon ist, wenn die Knie in der Luft sind, bei dem Auseinanderziehen. Bleibt einmal alle auf dem Boden liegen. Hände nach vorne, Stirn auf die Hände. Und einfach einmal tief durchatmen. Kommt dann in den Vierfüßlerstand. Setzt euch einmal kurz auf den Po. Einmal die Handgelenke auskreisen für die nächste Runde. Wieder langer Arm. Knie am Boden oder in der Luft. Ich zeige es einmal mit Knie am Boden. Fingerspitze, Fingerspitzen an den Hinterkopf. Das obere Bein lösen. Macht erstmal alle hier in dieser Variante mit. Das Knie, die Fußspitze dreht zur Decke, Knie und Ellenbogen zueinander. Die Hüfte wird abgesenkt, Knie und Ellenbogen zueinander und wieder die Hüfte nach vorne drehen. Ruhig öffnen hier, zueinander und wieder frontal. Eindrehen, tief und öffnen. Ein paar Mal, wie gesagt, das Ganze geht selbstverständlich auch aus dieser Balance heraus. Und die ganze Zeit atmen dabei. Tief ein und aus.
auch hier langsam ins Sitzen zurück. Das andere Handgelenk einmal auskreisen. Kommt in die Rückenlage. Die Füße aufgestellt. Greift in eure Kniekehlen und schaukelt euch hier ein paar Mal über den Rücken vor und zurück. Versucht das mal ohne euch festzuhalten. Vor und zurück. Wer jetzt möchte, drückt sich mal vorne hoch in die Hocke. Streckt dabei die Arme lang nach vorne in Verlängerung des Rückens. Bauch fest. Den Po wieder geführt zum Boden bringen und wieder stehen. Wer möchte, der streckt sich Richtung Decke lang. Hebt ab. Ich habe hier nicht so viel Platz. Ihr könnt richtig fliegen. Hoch. Mit den Fingerspitzen lang nach oben rausziehen. So oft ihr mögt. Noch ein paar Mal. Kurze Tipps zwischendurch, wenn es schwer fällt, aus dem Rollen ins Sitzen zu kommen. Ihr müsst Platz machen, ganz wichtig. Und zwar, wenn ihr nach vorne kommt, erstmal die Füße gut hüftbreit öffnen. Wenn ihr sie eng zusammen habt, habt ihr kaum eine Chance. Und es soll ja auch, Entschuldigung, ein gesundes nach oben kommen werden. Geöffnete Füße, Punkt 1. Ihr macht weiter währenddessen. Wer es raus hat, macht sowieso einfach weiter. Um nach oben zu kommen, braucht der Körper Platz. Also die Knie ein bisschen, das habe ich selber gemacht, ne? Die Knie ein bisschen öffnen. Öffnen. Dann kann der Körper nach oben. Oben angekommen natürlich wieder parallele Beine. Also nach außen ganz wichtig, öffnen. Und stehen. Versucht es noch ein paar Mal jetzt mit diesen Tipps. Ich würde das so gerne sehen. Und genießt dieses Langziehen, wenn ihr das macht. Mit dem Springen richtig auseinanderziehen. Und wieder tief. Und wenn ihr dann das nächste Mal am Boden angekommen seid, bleibt hier im Sitzen. Kommt alle im Sitzen an. Legt die Hände ineinander. Und lehnt den Oberkörper zurück. Jetzt ist es wichtig, dass der untere Rücken lang bleibt. Wenn ihr gleich merken solltet, ihr weicht aus ins Hohlkreuz, wieder ein bisschen reduzieren. Ich mache diese Bauchübung, die jetzt folgt, Stück für Stück mit euch. Und ihr schraubt sofort einen Schritt wieder zurück, wenn ihr im Hohlkreuz landen solltet. Also, von hier erstmal die Hände aufstellen und die Füße beide anheben. Richtig weit zurücknehmen, ruhig auch mal auf die Unterarme kommen. Fußspitzen anziehen, Spannung in den Beinen. Wenn ihr das hier halten könnt, einfach hier mal im Wechsel die Beine lang ausstrecken. Auch da auf den unteren Rücken achten. Der soll sich in seiner Form hier nicht verändern. So, nächste Möglichkeit. Die Hände. Das Ganze hier. Wird schon ein bisschen schwieriger, wie gesagt. Ihr dürft jederzeit auch einen Schritt zurück. Der untere Rücken ist wichtig. Oder die Hände bleiben wirklich vorm Brustbein ineinander gelegt. Im Wechsel die Füße strecken. Immer wieder strecken. Mit der Ferse zuerst. Welche Variante auch immer. Beine werden lang. Werden lang. Bleibt dabei. Atme tief ein und aus. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nach vorne aushängen, durchatmen. So. Für die nächste Runde
starten wir auf dem Rücken. Auch hier gibt es gleich noch Abstufung. Egal welche Variante, es wird anstrengend. Wir kombinieren nochmal untere und schräge Bauchmuskeln. Leg den Kopf in die Fingerspitzen, der Oberkörper ist leicht angehoben. Füße in der Luft, Fußspitzen ran, Knie in eine Linie mit den Hüftgelenken positionieren. Rechter Ellbogen und linkes Knie ziehen zueinander. Rechtes Bein wird lang abgesenkt. Zur Mitte, andere Seite. Der Oberkörper ist dabei die ganze Zeit in der Luft. Tempo könnt ihr euch aussuchen. Das ist die erste Variante. Wer möchte, macht das Ganze ebenfalls im Sitzen. Atmen nicht vergessen. Der untere Rücken gibt wieder den Ausschlag, ob das hier machbar ist oder nicht. Noch ein paar Mal. Acht noch. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Langsam auflösen. Ihr habt es geschafft. Legt euch auf den Rücken. Arme lang, Beine lang. Einfach erstmal tief ein- und ausatmen. Wir gehen in die Dehnung, in die Entspannung. Atmet hier ein paar Mal ganz tief ein- und aus. Und stellt dann langsam die Füße auf. Zieht die Knie an den Oberkörper heran, umschlingt eure Beine mit den Armen, die Füße sind locker und schaukelt euch ein bisschen von rechts nach links. Lasst aus dem Schaukeln in Kreisen werden. Wechselt hierbei immer wieder die Kreisrichtung. Stellt dann die Füße langsam auf. Nehmt man mit beiden Händen den rechten oder Oberschenkel oder die rechte Wade und schiebt die rechte Ferse hier Richtung Decke. Das linke Bein könnt ihr ausstrecken, am Boden einfach ablegen. Langsam die Spannung lösen, den rechten Fuß auf das linke Knie legen, durch die Beine durchpfeifen und alles zu euch heranziehen. Richtig tief ein- und ausatmen hier. Langsam die Spannung lösen. Den rechten Fuß aufstellen, das linke Bein in den Händen behalten. Die linke Wade oder den linken Oberschenkel greifen. Die linke Ferse Richtung Decke schieben, das rechte Bein lang am Boden ausstrecken und halten. Langsam die Spannung lösen, den linken Fuß auf das rechte Knie legen, durch die Beine durchgreifen und alles zu euch heranziehen.
halten. Ein paar Mal vor und zurück schwingen hier, bis ihr im Sitzen landet. Und dann kommt in einen Vierfüßlerstand. Setzt den rechten Fuß nach vorne neben die rechte Hand. Links den Ballen aufstellen, das linke Knie lösen und hierhin die Hüftdehnung hineinsinken. Langsam das linke Knie hinten am Boden absetzen, den linken Unterschenkel anwinkeln. Mit der rechten Hand das linke Sprunggelenk greifen und hier die Ferse Richtung Po ziehen. Ganz langsam lösen. Den Fuß absetzen, den rechten nach hinten setzen, links nach vorne. Rechts das Knie lösen, auch hier erstmal in die Hüftdehnung hineinsinken. Ganz langsam. Das rechte Knie absetzen, den rechten Unterschenkel anwinkeln, mit der linken Hand das rechte Sprunggelenk greifen und die Ferse hier Richtung Po ziehen. Ganz langsam die Spannung lösen, den linken Fuß nochmal nach hinten setzen, ins Sitzen kommen. Und die Beine in einer Grätsche öffnen. Die Fußspitzen anziehen und erstmal hinten abstützen. Der Oberkörper ist lang. Wenn ihr das gut halten könnt, Fußspitzen sind angezogen, gerne die Hände nach vorne bringen. Und mit jeder Ausatmung den langen Oberkörper ein bisschen weiter nach vorne absenken. Langsam zurück ins Sitzen kommen. Die Füße aufstellen, vor euch aufstellen, hüftbreit ungefähr und dann von hier auf die Fußsohlen nach vorne schubsen, den Po zur Decke schieben, den Oberkörper hängen lassen, die Knie bleiben gebeugt und ganz langsam Wirbel für Wirbel aufrollen. Oben angekommen, die Schultern nach hinten auskreisen, einmal den rechten Fuß nach hinten setzen, die rechte Ferse hier in den Boden schieben, noch einmal die Wade langziehen, das vordere Knie ist gebeugt, die Finger kreuzen ineinander, die Handflächen schieben zur Decke auf. Die Arme lösen über die Seite, kommt mit dem Gewicht nach vorne und wechselt das Bein. Links geht einen Schritt zurück, die Ferse in den Boden schieben, das vordere Knie ist gebeugt. Finger kreuzen und die Handflächen zur Decke schieben. Ganz langsam die Arme zu den Seiten lösen, mit dem Gewicht vorkommen. Die Arme nach vorne strecken, Handflächen zur Decke aufdrehen, weit zu den Seiten federn lassen, nach hinten. Über vorne die Arme lösen, locker hängen lassen. Das rechte Ohr zieht zur rechten Schulter. Den Kopf aufrichten und zur anderen Seite neigen. Den Kopf aufrichten und nach vorne neigen. Den
Kopf aufrichten und zum Schluss tief einatmen, lang ziehen mit der Ausatmung, loslassen. Nochmal einatmen, lang ziehen, ausatmen, loslassen. Beim nächsten Mal kommt hoch auf die Zehenspitzen, streckt und reckt euch hier in die Seiten und dann habt ihr es geschafft. Bleibt gesund und macht's gut.